Jo, hey, ich bin Tavet Ariel, ihr seid auf dem Kanal Paar Animals und heute will ich euch etwas zeigen. die dritte Staffel für Seven vs. Wild wurde angekündigt und damit auch die Voraussetzungen für die heurige Staffel und was mitgebracht werden darf, was nicht mitgebracht werden darf und wie das alles aussieht. Und um ehrlich zu sein, es ist das erste Mal, dass ich mich wirklich tiefer damit befasse. Also ich habe letztes Jahr gehört, dass es existiert, aber ich hatte keinen Plan, was es ist und so. Und heuer bin ich da irgendwie, ja, ich habe die Info gekriegt, was es ist sozusagen, was ich habe ein Video dazu gesehen. Und darum habe ich mir jetzt gedacht, das klingt cool. Und ich will euch erst mal zeigen, was ich mitnehmen würde, wenn ich hinfahren würde, was ich nicht tue. Ich bin nicht bei Seven vs. Wild. Aber was würde ich mitnehmen mit meinem Hintergrund als ich bin seit 17 Jahren oder so, fast 18 Jahren, bei den Pfadfindern? Pfadfinder, das heißt, ich bin jetzt nicht geübt oder geschult draußen zu sein. Das ist übertrieben gesagt, aber ich habe schon in Situationen draußen geschlafen und mehr als einmal 14 Tage in der mehr oder weniger Wildnis verbracht, teilweise ohne passende Ausrüstung und ohne passenden Schutz und Unterschlupf sozusagen, was immer nur für ein, vielleicht zwei Nächte war. Aber ich habe meinen Teil an beschissenem Wetter und schlechte Ausrüstung für mein Alter schon erlebt. Das heißt, ich möchte euch jetzt mal zeigen, was ich mitnehmen würde. Und zwar, um es ein bisschen spannender zu machen, durch alle drei Jahre durch. Das heißt, wir fangen an im Jahr 1. Die Voraussetzung für Jahr 1 war, ich habe leider nicht viel gefunden dazu, was man haben durfte. Vielleicht war ich einfach zu blöd oder habe nicht lange genug geschaut. Aber ich weiß, dass man 7 Gegenstände mitnehmen durfte. Das heißt, ich würde anfangen mit Nummer 1, mein Schlafsack. Das ist mein eigener Schlafsack, den ich jetzt wirklich seit Jahren habe. Also ich würde schon sagen, dass ich den seit 10 Jahren habe. 5 Jahre sind es auf jeden Fall, mehr als 5 Jahre. Irgendwas zwischen 5 und 10 Jahren habe ich diesen Schlafsack. Ich liebe ihn. Er lässt sich klein einpacken, was praktisch ist auch, und er ist recht leicht. Das wäre mein Gegenstand, ist mein Gegenstand Nummer 1. Mein Gegenstand Nummer 2 ist hier. Mein Messer, das ist von Moreknil und ja, es ist sehr schmutzig. So sieht das aus, es ist scharf, es hat eine feststehende Klinge. Meines ist orange und sehr schmutzig, wie gesagt. Ja, das wäre dann mein zweiter Gegenstand. Ohne Messer gehe ich nirgendwo hin. Mein dritter Gegenstand wäre, ich habe jetzt hier ein Feuerzeug, das ist mehr symbolisch als sonst was. Es wäre ein Feuerstein. Also, wenn man haben darf, direkt der Stein, das ist so ein Stab meistens, mit einem Schaber dran. Ich habe leider momentan keinen, aber ich werde mir da noch einen Besuch besorgen. Auf jeden Fall bis zum Sommer, weil ich ihn brauche, aber ich würde mir auch für Seven vs. Wild einen besorgen. Ich habe jetzt hier symbolisch ein Feuerzeug, weil es von der Größe her einigermaßen hinkommt. Damit sind wir bei der Nummer 3. Die Nummer 4, auf der bin ich tatsächlich draufgesetzt, das ist meine Taschenlampe. Die ist sehr neu und sehr stark, wie ihr seht. Sie hat jetzt drei verschiedene Einstellungen. Das ist nur meine und außerdem hat sie noch die Einstellung, ich kann sie hier rausziehen, dann hat sie einen fokussierteren Blick. Das funktioniert natürlich auch mit den anderen beiden Einstellungen. Genau, das wäre mein Gegenstand Nummer 4. Die Nummer 5 ist hier. Paracord. Das sind jetzt 15 Meter. Genau. Das wäre meine Nummer 5 gegenstandmäßig. Die Nummer 6 habe ich jetzt leider gerade nicht hier, aber es wäre eine Hängematte, weil es ist besser als am Boden zu schlafen. Und wenn ich eine Hängematte habe, brauche ich keinen Schlafsack, nicht unbedingt eine Isomatte. Das heißt, die Nummer 6 wäre eine Hängematte. Und die Nummer 7 ein Notizbuch. Das ist jetzt noch ein leeres Notizbuch. Ich habe irgendeins gegriffen, was ich gerade bei der Hand hatte. Da kann ich
Blumen und Blätter reinpressen, daraus Kunst machen. Ich kann eben mit Kohle schreiben, wenn ich habe. Teilweise kann man, wenn man Äste richtig bearbeitet, kann man die als Stifte verwenden. Das heißt, ein Notizbuch wäre meine Nummer 7. Und da habt ihr es, meine Ausrüstung für die erste Staffel Seven vs. Wild. Kommen wir zur Staffel 2. Staffel 2 wurde eine Rangliste erstellt von wie gut oder schlecht die Leute in Survival Skills sind und sich in der Wildnis auskennen und mit dem Überleben auskennen. Ich würde mich anhand meiner Erfahrungen und dem, was ich gelernt habe, tatsächlich auf Platz 2 einschätzen. Das heißt, ich würde 2 Gegenstände kriegen. Ich schätze mich deshalb nicht auf 1 ein, weil ich gehört habe, was die Leute auf 1 können. Die haben eine, wenn mich nicht alles täuscht, sogar eine militärische Ausbildung. Das habe ich nicht. Ich kann in der Wildnis überleben, definitiv, aber ich habe keine militärische Ausbildung in dem Sinne. Das heißt, für mich wäre es tatsächlich wahrscheinlich der 2. Platz. Und damit würde ich auf jeden Fall die Nummer 1, mein Messer, mein Baby, ich liebe es. Wie gesagt, das ist sehr schmutzig. Das ist, ich glaube, ich habe es vorher schon gesagt, von Moraknil. Ja. Ich habe gehört, dass manche eine Machete mit hatten. Und ich sehe den Reiz daran, den Vorteil, aber ich sehe halt auch für mich persönlich den Nachteil. Also eine Machete ist groß, meine Machete ist vielleicht sogar schwer. Und ich kann mit diesem Messer das meiste machen, was ich mit einer Machete machen kann. Vielleicht das Freihacken fehlt und ich kann vielleicht mit einer Machete einen Baum fällen, was ich mit dem Messer nicht kann. Aber da kann man Abhilfen finden. Ich könnte überlegen, ob ich nicht vielleicht ein bisschen ein größeres Messer nehme. In meiner Pfadfindergruppe heißt das dann der Bärentöter. Ich glaube, das ist ungefähr so groß. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Hand plus Unterarm lang. Also ihr seht hier, das Messer ist Unterarm lang, das heißt, es ist für mich das kleinste Messer. Und der Bärentöter wäre dann nochmal die Handlänge dazu. Wenn mich nicht alles täuscht, irgendwas in der Größenordnung. Das wäre aber das Größte, weil ich kann mit so einem großen Messer keine feinen Sachen mehr durchschneiden. Also das wäre schon ein Problem. Mit dem Messer kann ich das, mit dem Messer kann ich alles machen, was ich machen muss. Und deshalb wäre das mein erster Gegenstand. Und wir sind in einem Truppengebiet. Wenn das nicht der Fall wäre, wäre definitiv mein Schlafsack mein zweiter Gegenstand. Aber in einem tropischen Regenwald ist er weniger wichtig als andere Gegenstände. Das heißt, ich würde tatsächlich zu meinem Feuerstein greifen als zweiten Gegenstand. Wie gesagt, Ersatz für den Feuerstein, den ich jetzt nicht habe. Aber das wäre tatsächlich der zweite Gegenstand, den ich mitnehmen würde. Einfach weil es wichtig ist. Ich kann damit Licht machen, ich kann damit Wärme machen und ich kann damit Essen machen. Und deshalb wäre das mein zweiter Gegenstand. Und damit marschieren wir gleich weiter zu der dritten Staffel. Heuer gibt es eine Flasche. Die Flasche ist zu groß. Also es gibt eine 1 Liter Flasche und er hat gesagt, wenn man den Deckel zumacht, wird es ein 1,1 Liter. Das ist jetzt eine 1,5 Liter Flasche, wenn man den Deckel zumacht. Also hier ist die Markierung für 1,4. Das heißt Deckel drauf, 1,5. Um es fair zu machen, befülle ich es heute, jetzt wird das hier nur bis 1,1, das ist hier. Das heißt, wir öffnen meine Flasche. Und das erste, was reinkommt, ich glaube, ihr könnt es euch langsam denken, mein Messer. Einziges Problem, es ist zu groß. Auch wenn ich es ein bisschen hinlege, es ist immer noch zu groß. Das heißt, dieses Messer, genau, wäre zu groß für diese Challenge. Natürlich. Ich würde mir wahrscheinlich noch schauen, dass ich mir einfach so ein Messer in kleiner kaufe für die Challenge. Für das sake of the video nehmen wir jetzt ein anderes Messer, das ist das hier. Das ist auch, also das ist mein zweites Lieblingsmesser. Es ist ein Klappmesser, das sehr bunt funkelt und leuchtet und wunderschön ist. Es hat eine Blume drauf. Und es hat, was ein großer Vorteil ist für jedes Klappmesser, eine Sicherung, das heißt, wenn ich hier drauf drücke, geht es nicht sofort zu. Das ist immer ein Vorteil bei einem Klappmesser. Das heißt, rein in die Flasche. Das zweite, was reinkommt, ist eine Taschenlampe. Die ist jetzt recht klein,
hatten eine Funktion. Kleine Flasche. Du bist ohne, dass ich sie kaputt mache. Deshalb ein bisschen vorsichtiger. Dann war mein Einfall, prima, weil ich es gesehen habe, irgendwo. Karabiner. Problem. Das geht sich nicht aus. Das geht hier nicht rein. Den Karabiner nehmen wir nicht. Das heißt, ich habe mir jetzt mal eine Variation an kleinen Karabinern aus meinem Zimmer raus zusammengesucht. Das wäre jetzt das hier. Das sind zwei ganz kleine Karabiner. Die sind normalerweise mein Schlüsselbund. Und eine bisschen größere, aber auch noch recht kleiner Karabiner. Die kommen in die Flasche. Und moving on tatsächlich, hier, Isopulver heißt das. Das ist einfach, packt man das Wasser ich glaube, offiziell, also es ist ein Sportgetränk. Was sagt das? Isodrink, Instantpulver zur Herstellung eines isotonischen Kohlenhydrat-Elektrolytgetränks mit Magnesium, Vitamin C und L-Carnitin. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel für irgendwas. Das trinke ich normalerweise beim Training. Und ich persönlich habe halt Schwierigkeiten damit, meinen Wasserhaushalt, also genug Wasser zu trinken. Deshalb hilft es, eine Verbesserung dafür zu haben. Diesmal sind es 2 Wochen statt einer Woche, also 14 Tage. Das heißt, ich habe hier in 2 Beuteln die Portionen für 14 offiziell 0,5, ich mache meistens 0,8 Liter Getränk draus. Man kann es bis auf 0,1 auf 1 Liter strecken. Das ist meistens sehr genug. Man kann es wahrscheinlich sogar machen, dass man nur die Hälfte davon auf 0,8 verwendet, um mit der Größe der Flasche konform zu bleiben. Das packen wir hier rein und dann versuchen wir das mal. So. Möglichst platzsparend reinkriegen. Gut, rein. Schütteln wir es runter. So, und ihr seht schon, das ist jetzt wirklich, dadurch, dass ich es in die Plastiksäckchen reingepackt habe, ist es sehr platzsparend drinnen. Und wir sind jetzt bei ungefähr 800 Milliliter. Und mein Seil. Jetzt wird sich irgendwie losgehen, dass ich das jetzt so reinpacke, ohne dass ich es aufmachen muss. Hoffe ich. Okay, es geht sich dir tatsächlich gerade nicht aus, dass ich es reinkriege, ohne dass ich das nochmal verändere. Das heißt, ich würde da noch irgendwie das aufmachen und zu einem kleineren Ding zusammenknoten. Oder eventuell muss ich weniger mitnehmen. Aber damit würde ich auf jeden Fall die 1,1 Liter auffüllen, die ich haben darf. Und na, ich krieg's jetzt gerade so nicht direkt raus. That's that. Das ist mein Jahr 3 für Simon vs. Wild. Ich hoffe, es war spannend für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich werde das machen, dass ich euch ein bisschen zeige, ein bisschen was über Pfadfindertechnik sozusagen zeige. Worum geht's? Was lernt man? Wie schaut das aus? Was passiert alles? Lasst mir doch bitte gerne mal in den Kommentaren da, was ihr dazu sagt. Ich werde meine Meinung nicht ändern, ich werde das machen, aber ich würde mich wieder interessieren, was ihr dazu sagt und vielleicht auch ein bisschen, was davon euch wirklich interessieren würde. Bis dahin, bis zum nächsten Video, danke fürs Zuschauen, macht's am allerbesten und ciao!